Gut. Da sind wir noch. Angmar. Ich glaube, das sollte relativ einfach werden. Kann nicht so schwer sein. 1v1 gegen Theoden. Es ist ziemlich easy. Theoretisch. Obwohl das Land natürlich ziemlich schwierig sein könnte vom Gelände und nachdem wir wissen, dass die brutale KI immer ein bisschen am Rumcheaten ist, was Ressourcen und so weiter angeht, könnte das vielleicht doch ganz interessant werden. Aber jetzt schauen wir einfach mal. Wir bleiben bei Plündern und Dingsbums. Was, wo gibt's was? So, hier jetzt ein Leuchtturm. Gibt es irgendwo? Da gibt's einen Leuchtturm. Zwei Leuchttürme, ja gut, die sind jetzt so früh im Spiel natürlich noch nicht so wichtig. Können aber natürlich dennoch einen Bonus ge uns geben. Ja, und das Leuchtfeuer wird man auch einnehmen. Ups. Muss ja mal sagen, der Aasog schaut gar nicht so aus wie der im Film. Macht aber nichts. Was kann der denn alles? Räuberunwesen. Oh nice, das ist ja, dann kriege ich ja doppelt Kohle, oder? Stark. Ja, das probieren wir gleich mal aus. Ach, aber nur Orks oder was? Orks in Azog. Ja gut, aber Orks-Spinnenreiter, halb Trollplünderer. Ich weiß nicht, ob die auch zählen oder ob es wirklich nur Orks sind. Das gilt es jetzt abzuwarten. Und herauszufinden, wie gesagt. Was haben wir noch hier? Das Gebäude ist fertig. Ich weiß, wir haben eine neue Höhle. Nee, gehen wir mal dahin. Dann machen wir jetzt erstmal die Spinnen dahin. Ja, da kann man was kaputt hauen, wahrscheinlich ein Trollhort. Ganz sicher bin ich mir nicht, aber der Größe nach zu urteilen könnte es vielleicht ein Trollhort sein. Ihr müsst doch hier auch eingeben, ja genau. Mächtiger Kampfrausch. Und Peitsche schwingen. Ja, das dürfen sie ja. Gut, eigentlich nicht, aber. So, und noch eine Kluft. Ja, das ist jetzt gar nicht so schlimm. So, Teleportation erfolgreich. Ich konnte ja den Gang jetzt nicht retten, aber ich konnte sehr schnell hin und her switchen. Also die Gänge, die Tele, diese Tunnel, die sind schon ziemlich nützlich. Wie wär's denn, wenn du angreifst und nicht vor Theoden wegrennst wie so ein Feigling? Das wäre ganz großes Kino, wäre das ganz klasse. So, jetzt gibt's da Kohle. Plus 4. Noch ein Gebäude fertiggestellt. Okay. Wie gesagt, ich möchte mal probieren herauszufinden, inwiefern ich jetzt Geld bekomme, wenn Azog in der Nähe ist oder nicht. Also wenn 5, 4 und wie viel kriege ich, wenn Azog nicht mehr dabei ist? 5, 4. Dann lohnt sich die pa dann stackt das gar nicht. Schade. Das ist jetzt echt schade, dann bringt mir das gar nichts. Das scheint keinen Vorteil zu bringen. Das ist jetzt aber traurig. Die Spinnenreiter können durch die Tunnel? Wow. Ja, klar. Nicht schlecht. Also die Spinnen können durch die Tunnel gehen.
Es ist halt so praktisch. Man kann halt wirklich quasi jederzeit überall hin. Zerstört das mal. So, jetzt sind die Orks drin. Doch, das geht gut. Mit dem Tunnel, das ist echt spannend. Nicht spaßig, nicht spannend, sondern stark. Das war das Wort. Das ist echt, echt stark. So, die Spinnen rennen drüber, habe ich vergessen umzustellen. Dann können sie aber noch weiter rennen. Boah, das gibt Geld und durch das Geld kann ich noch mehr ausbilden. Das ist wie so ein Teufelskreis, aus dem der Gegner nie entkommt. Weil er muss die Einheiten, die ich ausbilde, vernichten. Also, ich würde mal sagen, rohstoffweise haben die Orks einen riesen Vorteil. Gegenüber anderen Völkern, weil... Ich meine, ich krieg einen Haufen Rohstoffe durchs Töten. Dadurch kriege ich mehr Einheiten, die wieder mehr töten, wodurch ich wieder noch mehr Kohle bekomme und ich kann noch mehr ausbilden. Das heißt, je länger quasi das Spiel geht, desto stärker werden die Orks. Jetzt von den Ressourcen vielleicht. Da könnte ich mir vorstellen, vielleicht stimmt das auch gar nicht, aber zumindest, wie schießen die auf etwas, was ich nicht sehe? Stark. Möchte ich auch können. Aber gefällt mir. Das scheint... Also die Orks scheinen doch ziemlich mächtig zu sein, wenn man es sich so ansieht. Ja. Ich könnte ein paar mehr Tunnel gebrauchen. Baut's mal Tunnel. Du gehst wieder da lang. Du gehst dann hier raus. Das ist so praktisch. Gefällt mir. Ja, das ist komplett gewonnen. Der Theoden kann es nicht mit uns aufnehmen. Keine Chance. Der arme Theoden. Ha! Baumeister tot. Mit Mommelgeld. Da können wir nichts bauen. Ich mach das auf ihre Gebäude. Was haben wir hier? Bogenschützen. So. Eigentlich müsste ich einen Tunnel direkt vor meine Gebäude bauen. Das wäre so genau das Beste eigentlich. Wie mies. Das ist so stark. Also mir gefällt es mit dem Tunnel. Das ist richtig nützlich. Vor allem, wenn ich jetzt hier in der Nähe einen Tunnel habe. Habe ich jetzt nicht, aber wenn, dann kann ich halt richtig, also dieser Verstärkungsweg ist so kurz durch die Tunnel. Unglaublich, das ist echt wow. Meint man gar nicht. Also ich dachte erst, dass es mit den Orks extrem schwer wird, den Ringkrieg zu gewinnen, aber vermutlich läuft es sogar... Eher so, dass es ziemlich einfach wird. Aber das sehen wir jetzt gleich. Das habe ich erstmal für locker 10 Runden oder so. Nice. Keine Ressourcen mehr. Das heißt, außer Gängen kann ich nichts mehr bauen. Ich krieg auch nicht sehr viel Geld. Das seht ihr zwar jetzt nicht, weil da die Webcam ist, aber ich habe bloß ein Rohstoffschatzeinkommen von 1700. Das ist echt nicht viel. Und im Minus bin ich mit 14.000? 13.000? Ja, 13.570. Das ist schon ziemlich viel. So, erstmal kommen die rein. Dann zack, zack, zack. Was geht noch? Ein Halbtrollplünderer? Okay. Dann bauen wir hier einen Gang. Dann, ja, dann greifen wir an. Die bleiben da. Dann können wir hier aufteilen. Wo kommt denn der jetzt mit? Kommt der jetzt mit Kankran mit oder mit dem König? Ah, ich weiß es noch gar nicht. Ich glaube, ich tue den selbsterstellten Helden zu Kankran mit dazu. Ist der voll? Nee, noch lange nicht. So. Und der Rest kommt dann zu Kankran. Der kann bleiben, wo er ist. Und dann greifen wir jetzt hier an. Hier bleibt man stehen.
Aber hier sind drei Leute, ne? Ah, solange ich hier noch keine... Nee, dann warte ich lieber nochmal. Aber hier müsste ich ziemlich sicher dastehen. Ah, warte mal, ich kann hier noch lauter Units reinhauen. Jetzt gehen wir mal die ganzen Einheiten darüber. Und... Boah. Na gut, richtig stark angreifen tun sie jetzt auch nicht, die Gegner. Die scheinen irgendwie verängstigt zu sein. Habe ich das Gefühl. Na gut, dann greifen wir jetzt hier an. Ah, fängt das schon wieder an. Haben sich zurückgezogen. Okay. Da haben sie eine Festung. Es sind diesmal zwei Gegner. Ich habe es nicht vergessen. Diesmal werde ich nicht drauf reinfallen und sie unterschätzen. Zumindest nicht in dem Sinn, dass ich denke, oh, ist das bloß einer? Ja, geht schon. Weil da wussten wir ganz genau, was es, was draus passiert. Und das ist nichts. So, wie ihr vielleicht merken könnt, habe ich krassen Heuschnupfen. Meine Augen tränen wie Sau. Was ist das hier für ein komisches... Ah ja. Sehr interessant. Ich würde gerne hier mich aufbauen. Okay, gibt's... Brauche ich das Plündern? Ja, ja, ich lasse es mal. Vielleicht, weil manchmal bin ich vielleicht nicht... in der Nähe. Wow! Da ist schon der Gegner. Spinnen, beeilt euch. Lauft! Was können wir jetzt noch machen? Fledermäuse? Ah, machen wir lieber dunkles Land. Dann vernichten wir die Festung als erstes. Dann ist die schon mal weg. Dann bauen wir hier gleich so ein Ork-Dingsbums. Ich würde mal vorschlagen, dass ihr euch ein bisschen aufteilt, damit ihr die Festung wirklich umzingeln könnt. Dann bauen wir noch eine Spinnengrube. Ja, die Festung ist zerstört, das ist kein Thema. Was hat sie mit diesen blöden Reitern auf sich? Die kommen da nicht runter, oder was? Na gut. Wie auch immer. So, Festung zerstört, wow. Das war ja anstrengend. Brandbomben! Whee! Boah, macht Schaden. Gar nicht so schwach. So. Dann rennen wir mal da runter. Der Gang hat's überlebt. Schaut zwar ziemlich mitgenommen aus, macht aber nichts. Höhle erweitert. Sehr schön. Dann können wir jetzt Spinnen. Nee, Höhle Orks. Spinnen sind hier, genau. Höhle Orks. Ja, die können wir auch noch kaputt hauen. Sie haben ihr. Sie haben gar kein Recht. Sie hatten nie welches. Das sind Orks. Okay. Aha. Was wäre Baumeister Boromir? Lass meinen Baumeister zufrieden. Was haben wir hier? Das ist so ein Grabunholteil. Wieso hören die nicht auf mich? Interessant. Ja, genau das ist das Ding. Die greifen mein Lager an. Sollen sie doch gar nicht. Macht's doch kaputt. Was haben wir hier noch? Dann bauen wir hier noch einen Gang. Dann bauen wir hier noch einen Gang. So, hier steht noch alles. Da steht noch alles. Den Gang machen sie mir leider kaputt. Genauso wie den hier. Ich glaube, ich muss mal hier zurückkommen. Aber ihr macht mal das Gasthaus kaputt. Denn... dem Feind muss ich ja nicht meine Gast hier noch Kapazitäten übrig lassen, durch die er dann ausbilden kann. Das muss nicht sein. Ach, zerstört's doch mal die. Ich glaube, auf der Karte habe ich mitunter am seltensten überhaupt gekämpft. Also kann mich kaum erinnern, jemals auf dieser Karte gewesen zu sein.
Ausbilden darf ich nichts. Was mit Sicherheit seine Gründe hat. Ach toll. Mach mal ein bisschen Kampfrausch hier. Hau doch mal drauf hier. So, hier ist noch was kaputt. Dann ist da oben nochmal irgendwo was kaputt gegangen, genau. So, kannst du wieder Brandbomben bauen, basteln, werfen. Und bild mal wieder ein bisschen aus. Holen wir uns wieder die Giftbeutel, oder sind die schon? Nein, okay. So, was haben wir jetzt hier? Ja, kann man gleich mal weiterlaufen. Der hat noch seinen schönen Bonus, das ist gut. Gollum haben wir besiegt. Oh oh, Baumeister. Ah. Ja, es gibt keine neuen Baumeister. Ich kann nichts mal ausbilden. Ich kann nicht mal irgendwas ausbilden. Rennst doch da einfach mal über die drüber. Genau. Mir fällt gerade ein, warum es so schlecht läuft, liegt unter anderem vielleicht auch daran, dass ich die Kluft vergessen habe zu bauen. Denn mit der Kluft... Mit der Kluft könnte ich mir Einheiten ausbilden, mal von meinem mickrigen Kommandeurspunkte-Limit abgesehen, aber die Möglichkeit bestünde. Und das wäre dann natürlich auch nicht schlecht. So, jetzt nur gucken. Ja, hau kaputt. So. Nein, nein, nicht drüber reiten. Gefährlich. Sehr gefährlich. So, jetzt haben wir eine Kluft. Jetzt haben wir das. Jetzt haben wir das. Dann bauen wir noch so ein... Halt, da waren 60%. 60% sind in dem Fall besser als 57. Renn. So, Pfeile können nämlich ganz schön wehtun. Wir haben den Feind gefunden. Noch mehr Feinde. Zu Befehl. Achtung, Spinnenreiter. Reiter. Greift an. Das neue Gebäude ist fertig. Halt. Die Minen werden angegriffen. Gut. Wir haben viel zu tun. Halbtrolle. Können wir auch noch schicken. Wo waren wir denn? Hier fehlt noch ein Tunnel. Bogenschützen. Sind bereit, das ist auch gut. Ah ja, Dunedain oder Waldläufer. Hau mal ab, du bist ziemlich kaputt. Da hat's einen Gang. Das heißt, ich kann theoretisch hier raus. Oh, das ist so praktisch mit den Gängen. Ich muss das benutzen, unbedingt. Alles andere wäre ziemlich nachlässig. Jetzt nehmen wir mal hier das Leuchtfeuer ein. Es wird nicht so viel bringen, aber man kann es ja mal probieren. Na komm. Ja, tschüss, Azog. Habe ich hier irgendwo einen Gang? Ja, habe ich. Obwohl, warte, mach mal hier. Ah. Okay, schön drüber geroffelt. Dann können die wieder rein. Spinnen müssten auch noch bald kommen. Na komm, irgendwo musst du doch bauen können. Okay. Doch, bisher sieht es wieder ganz gut aus. So langsam läuft's. Ich habe zwar nur noch einen Baumeister. Oh, auf den muss ich aufpassen. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. So, eine Festung haben sie noch nicht, weil hier noch der Ring rumsteht. Alle Leute müssen da auch nicht mit. Genau, die entlasse ich dann da oben, die Leute. Das ist ein guter Plan. Perfekt. Dann können wir hier gleich das Gebäude zerstören. Ein paar Bäume gibt's auch. Ich könnte theoretisch ein Sägewerk bauen. Na, mal schauen. Hier habe ich doch sicher wieder irgendwo einen Gang. Genau. Nee, 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 ihr solltet schon noch kaputt machen, das Gasthaus. Das muss weg.
Ja, überlasst alles mir. Sehr schön. Richtig viel ausbilden konnte ich jetzt nicht, aber geht schon. Oh Gott. Okay. Gut. Nachdem das funktioniert hat. Ah, dann gehört uns auch dieses Gebäude, Land. Wie auch immer, speichern wir gleich mal ab. Sehr schön.